Golf im Januar 2005 ist Uri Jalloh auf sehr dubiose Weise in einer Gefängniszelle angekettet verbrannt. Manche sprechen ja vom Mord, oder? Und wir haben jetzt, nachdem du bei sehr vielen Ereignissen, die darüber Öffentlichkeit schaffen sollten, dabei gewesen bist, ein Gespräch mit Herrn Klingreff gehabt, der Nebenkläger der Familie von Uri Jalloh. Genau, Vertreter ist. Genau. Richtig, in dem Gespräch ging es halt darum, den aktuellen Stand des Gerichtsprozesses, der erst seit letztem Frühjahr läuft, nach langem öffentlichen Druck, mal zu erfahren. Gegen die Polizisten, genau, die dort an der Zelle aufpassen müssen. Und der Prozess läuft, wie gesagt, noch, aber es wird sich wahrscheinlich bald ein Ende abziehen, was eigentlich nicht so ganz erfreulich sein wird, denn die Vorurteile werden also nicht so dem Anlass entsprechend sein. Und zweitens habe ich ihn auch dann zu der Thematik gefragt, also in vielen Medien und Öffentlichkeit, und konnte ich lesen, dass die Initiative von Uri Jalloh plant, sich aus dem Prozessgeschehen zurückzuziehen. Und darüber hat er dann auch ein paar Sätze halt gesagt. Aber ich denke mal, seht selber, Band ab. Professionelle Sache, aber gibt ein Signal. Ja. Ja, guten Abend, liebe Zuschauer, lieber Zuschauer. Ich bin heute hier zu Besuch bei Herrn Klingreff. Herr Klingreff ist der Anwalt der Familie, einer der Anwälte der Familie Uri Jalloh. Vielleicht zur Information für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Uri Jalloh, ein Schwarzafrikaner, der ist in Dessau am 7. Januar 2005 in der Innenstadt verhaftet worden, ins Polizeirevier gebracht worden und dort ist er unter rechtshaften Umständen in einer Polizeizelle verbrannt. Erst durch öffentlichen Druck ist es überhaupt erst gelungen, die Demonstrationen und Ähnliches, dass im Frühjahr 2007 ein Gerichtsprozess gegen die beteiligten Polizisten eröffnet wurde. Ja, so wie ich das lesen konnte bis jetzt in verschiedenen Medien, wurde scheinbar bis jetzt, hieß es nur, gelogen, vertuscht und verschleppt. Herr Klingreff, wie ist denn überhaupt der aktuelle Stand des Gerichtsprozesses? Ja, wir haben tatsächlich inzwischen an unzähligen Verhandlungstagen uns abgemüht, mit den Geschehnissen aus dem Januar 2005 da eine Aufklärung reinzubringen. Der aktuelle Stand ist der, dass wir massenweise unzählige Polizeibeamten inzwischen als Zeugen gehört haben, wo sie in der Einleitung schon zu Recht gesagt haben, es wurde unglaublich viel gelogen seitens der Polizeibeamten. Ich glaube, das ist auch allen Verfahrensbeteiligten klar geworden. Aktueller Stand, wir beschäftigen uns im Moment vor allem mit Sachverständigengutachten. Das ist vor allem in erster Linie nochmal das Brandsachverständigengutachten, was dort erstattet werden soll an einem der nächsten Verhandlungstage. Es wird das Gutachten des medizinischen Sachverständigen dort erörtert werden. Und wir haben nochmal einen zentralen Polizeibeamten am kommenden Dienstag als Zeugen, einer der Polizeibeamten, bei dem wir auf jeden Fall davon ausgehen, dass er gelogen hat bei seiner ersten Aussage. Herr Klingreff, in verschiedenen Publikationen konnte ich lesen, dass es Bestrebungen gibt, zum Beispiel, wie ich das lese, der Initiative gegen Denken und Uri Jalloh, sich aus dem Prozess zurückzuziehen. Können Sie dazu mal was sagen? Ja, auch ich habe diese Information. Ich habe auch mit einigen Leuten aus dieser Initiative Uri Jalloh gesprochen. Dort ist man tatsächlich der Auffassung, dass dieses Verfahren eine Farce ist, dass es sich nicht lohnt, dort weiter mitzuwirken, dass insgesamt im Grunde eine Demaskierung des Rechtsstaates erkennbar wird in diesem Gerichtsverfahren. Wir als Nebenklagevertreter und Vertreterinnen haben durchaus die Auffassung, dass es ein skandalöses Verfahren ist, insbesondere wenn man sich anguckt, das Aussageverhalten der Polizei. Wir als Nebenklagevertreter und Vertreterinnen haben weiterhin die Auffassung, dass sehr, sehr viele Ungereimtheiten im Zusammenhang mit dem Gerichtsverfahren zutage getreten sind, dass die Ursache des Todes von Uri Jalloh bis heute gänzlich unaufgeklärt geblieben ist. Gleichzeitig finden wir es sinnvoll, weiterhin an diesem Verfahren teilzunehmen. Ja, auf das Ergebnis bin ich auch mal gespannt. Ich danke fürs Gespräch, Herr Klingreff, und weiterhin viel Erfolg. Gerne. Okay, war es gut oder halbwegs?